Jingles im Songbook Plus. Um zu der Funktion zu gelangen, drücken wir auf die drei Punkte und ganz unten steht Jingles, Jingles abspielen und Jingles stoppen. Wählen wir hier einen Jingle aus, wird er direkt abgespielt. Diese Funktion gibt es nur, wenn Songbook Jingles enthält. Deswegen wichtig zu beachten, wenn keine Jingles im Songbook Plus sind, wird die Funktion auch nicht angezeigt. Von daher ist es ganz wichtig, wenn man die lädt, soll man die folgendermaßen benennen. SB-Jingle, dann die Nummer und dann einen Namen. Dann werden die automatisch erkannt und so sieht's bei mir aus. Audioformate für die Jingles können sein MP3, WAVE, AIF, M4A bzw. AAC. Es gibt verschiedene Arten, die Jingles abzuspielen oder anzutriggern. Das waren die Funktionsknöpfe. Das war eine Geste mit zwei Fingern tippen. Drei Finger nach oben wischen. Über eine Tastatur durch eine Note ausgelöst oder ganz einfach über das Menü, über die drei Punkte, Jingles abspielen. Hier hat man Zugriff auf alle Jingles. Und so kann man sich einen Funktionsknopf für Jingles bauen. Als allererstes lege ich mir mal so einen Demo-Song an, um das besser zeigen zu können. Ich nenne den Jingle Demo, gehe auf Speichern und dann öffne ich den Song, gehe über die drei Punkte auf den Menüpunkt Notizen bearbeiten und gehe dann unten auf diesen Play-Button. Und dann wird mir ein neuer Knopf erzeugt. Ich halte da drauf, dann drücke ich auf Eigenschaften und kann den jetzt umbenennen. Ich nenne ihn Jingle 1. Unter Aktionen hinzufügen kann man all diese Funktionen auswählen, die man beim Druck auf diesen Button auslösen kann. Und ich wähle hier Jingle 1 abspielen. So, dann kann ich mir den Knopf etwas zurechtziehen, ein bisschen größer machen. Dann dupliziere ich mir diesen Button, gehe auf Kopieren, dann tippe ich auf ein leeres Feld, halte und dann kann ich das einfügen und dann habe ich das gleiche nochmal. Gehe wieder da drauf, drücke auf Eigenschaften und wähle eine andere Funktion dafür aus. Die Aktion habe ich gelöscht und nenne das jetzt mal Jingle stoppen und unter Aktionen hinzufügen wähle ich jetzt aus Jingle stoppen. Klicke daneben und klicke links auf das Kreuzchen. Klicke auf den Jingle 1 Button. Um die Jingles mit Gesten zu steuern, gehen wir auf das Rädchen und dann steht unten Steuerung mit Gesten. Ich habe mir ausgewählt Wischen mit drei Fingern nach oben, Jingle 1 abspielen. Das ist hier. Natürlich kann jede andere Funktion auch zugewiesen werden. Tippen mit zwei Fingern, oben links, soll Jingle 4 abspielen. Jingles abspielen über einen Controller. In meinem Fall habe ich ein Keyboard. So, und dann auch über das Rädchen wählen wir das Fußpedal aus. Und in dem Fall das MIDI-Fußpedal. So, hier ist wichtig, der MIDI-Kanal muss natürlich stimmig sein mit dem Keyboard. Auf MIDI-Fall soll es nicht reagieren. Und dann ganz unten,
zwei konfigurierbare Node-on, Node-off-Befehle. So, das bedeutet, ganz oben, wenn die Note C0 abgespielt wird, hier kann man auch die Note zuweisen, welche man haben möchte. Und dann kann man hier noch die Funktion auswählen. In diesem Fall habe ich in Jingle Stoppen für C0 ausgewählt. Hier gibt es eine Menge Aktionen, die man auswählen kann. In dem Fall die Jingles. Auf Cis 0 wird mein Jingle abgespielt. Und bei der Gelegenheit hier eine kleine Übersicht, was es alles für Aktionen gibt. Man kann zum Beispiel blättern und scrollen und zum nächsten Song umschalten, starten, stoppen, Metronom an- und ausmachen, Jingles abspielen, Lautstärke lauter, leiser machen, Marker auslösen, Mixer öffnen und schließen und so weiter. Jingle nachträglich umzubenennen, haben wir hier natürlich auch eine Möglichkeit über die Datei-App. Und dann auf meinem iPad, da kann man dann einfach seinen Songbook-Ordner suchen. Und dann klickt man da drauf und sucht die Jingles, die mit SB-Jingle und so weiter benannt wurden. Und dann kann man die hier umbenennen. Die Datei auswählen und dann draufhalten. Dann öffnen sich die Optionen Kopieren, Duplizieren und Umbenennen. Beim Klick darauf kann man dem Ganzen einen anderen Namen geben, einen passenderen Namen geben. Die Zahlen würde ich immer nehmen, dann werden die ersten 10 richtig zugeordnet. Kleiner Tipp am Rande: Bei den ganzen Aktionen mit den Funktionsknöpfen, Controllern und Gesten und so weiter kann man nur die ersten 10 Jingles zuweisen. Daher ist es wichtig, hinter dem SB-Jingle minus und dann die Zahl. Dann werden die auch richtig zugeordnet. Der Name ist nur für die Übersicht. Und so kann man die Verbindung zwischen Bluetooth-Gerät und Songbook herstellen. Wir öffnen Songbook. In meinem Fall will ich die Tastatur per Bluetooth mit Songbook verbinden. Drücke oben auf die drei Punkte und dann auf den Bluetooth LE MIDI und wähle Bluetooth LE MIDI Geräte aus und sehe da mein Nano Key Studio, klicke drauf und dann verbindet sich das. Um die Funktion zu checken, kann ich hier direkt nochmal auf die drei Punkte klicken und sehe da den MIDI Bluetooth Monitor, wähle das aus und alles, was ich dann spiele, wird mir auf dem Monitor angezeigt. Eine sehr bequeme Art, um seine Bluetooth-Geräte zu checken, was die einzelnen Tasten und Controller auslösen. In der Beschreibung ist ein Link zu verschiedenen Controllern. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Jingeln.